Willkommen. Thema dieses Videos ist die Feedback-Methode. Klären wir zunächst mal den Begriff. Damit ist natürlich der Begriff Feedback gemeint. Was ist Feedback? Wir können es übersetzen mit Rückmeldung. Ja, das könnten wir auch substituieren verwenden. Wenn wir sagen, gib mir mal Feedback, können wir genauso sagen, gib mir mal Rückmeldung. Rückmeldung oder Rückinformation. Ja, das wären deutsche Begriffe. Eigentlich heißt das ja Feed füttern, Back zurückfüttern. Ja, also man wird mit irgendwas gefüttert, man bekommt irgendeinen Input, wieder englisches Wort, und dann reagiert man darauf im Sinne einer Rückmeldung oder Rückinformation. Das ist hier die Idee. Es ist also eine Rückmeldung, und zwar eine positive oder negative. Sehr oft unterscheidet man das halt in diesen beiden Kategorien. Wir werden gleich noch sehen, warum. Denn man kann die Feedback-Methode in vielerlei Hinsicht anwenden. Also, das ist Feedback. Was ist dann Feedback-Methode? Ja, das ist also der Begriff hier Feedback, ne, um das nochmal klar zu machen. Hier geht es um den Begriff Feedback. Ne, den haben wir jetzt definiert. Und jetzt geht es um Methode. Und was ist dann also die Feedback-Methode, wenn man das Ganze systematisch macht? Ne, also systematisches Erfassen von Rückmeldungen, und zwar am besten dann noch schriftlich, ja, mit Hilfe von Feedbackbögen. Das ist nicht unbedingt der einzige Weg. Ja, man kann auch mündliches Feedback einholen, aber wenn es um Feedback geht und der Begriff systematisch auftaucht, dann ist man sehr schnell in der Schriftlichkeit. Na, also das muss schon deutlich werden, dass man es am besten dann auch schriftlich macht mit Hilfe von Feedbackbögen. Womit wir schon bei der nächsten Frage sind, nämlich die Frage nach den Einsatzbereichen. Wo kann man das machen? Das ist die nächste Frage. Wo ist das möglich? Wo kann man das einsetzen? Und in der Tat gibt es hier eine Menge Einsatzmöglichkeiten. Das Erste, was einem wahrscheinlich sowieso einfällt, ist Kunden. Na? Also man kann von den Kunden Feedback einholen. Und wenn man bei den Kunden ist, dann ist man auch ganz schnell bei den Mitarbeitern. Man kann von den Mitarbeitern, zum Beispiel als Vorgesetzter oder als Geschäftsleitung, Feedback einholen. Dann kann man das im Projektteam machen. Ja, da gibt es ja auch eine Teamleitung, die kann Feedback einholen, besonders wenn das Projektteam größer ist. Man kann es machen bei Veranstaltungen. Ja, alle möglichen Arten von Veranstaltungen. Na, zum Beispiel eine Firmenfeier. Na, könnte man auch Feedback mit Hilfe von Feedbackbögen einholen, wie es den Leuten gefallen hat. Na, was man verbessern kann, was gut war, was nicht so gut war und so weiter. Also Veranstaltung ist hier ein sehr allgemeiner Oberbegriff. Das sind alle möglichen Veranstaltungen, intern wie auch extern. Also wenn man zum Beispiel sagt, hier bei einer Messe kann man auch Feedback einholen, das sind dann eben nicht die Kunden, sondern es sind halt die Messebesucher. Ja, dann haben wir noch eine weitere Gruppe, die Lieferanten. Ja, auch hier kann man Feedback einholen mit Hilfe von Feedbackbögen. Und dann haben wir hier noch die Sponsoren. Auch hier kann man Feedback einholen. Ja, und das ist längst nicht alles. Ich sagte gerade schon, Veranstaltungen können sein intern, wie zum Beispiel eine Jubiläumsfeier, und extern, wie eine Messe. Und schon hätten wir hier die nächste Gruppe, nämlich Feedback einholen von den Messebesuchern. Ja, also sehr, sehr viele Möglichkeiten.
für diese Feedback-Methode. Und ich denke, die wesentlichen Dinge haben wir jetzt hier in dieser Mindmap zusammengefasst. Es gibt noch eine weitere Sache, die man hier im Rahmen einer mündlichen Prüfung ansprechen könnte, nämlich das sind Feedback-Regeln. Feedback-Regeln. Und ich erwähne es hier kurz, aber ich denke mal, da machen wir eine eigene Mindmap dafür, für diese Feedback-Regeln. Denn wie man jetzt antwortet auf diesen Feedbackbögen oder, wenn es mündlich ist, wie man es mündlich macht, dafür gibt es in der Tat bestimmte Regeln, damit man mit dem Feedback auch was anfangen kann. Aber wie gesagt, das ist Thema für die nächste Mindmap. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.